Hallo zusammen. Wir müssen noch einmal ein bisschen über Subjektivität und Objektivität reden. Wir wissen ja inzwischen, Objektivität besteht darin, dass wir uns immer weiter von der individuellen Perspektive des Subjekts entfernen. Das Ideal der Objektivität, das ist der berühmte Blick von nirgendwo, also eine Sicht der Welt oder eine Beschreibung der Welt, die frei ist von jeder subjektiven Perspektive, die sozusagen vollständig ohne jede Perspektive auskommt und die Welt objektiv, das heißt so, wie sie in sich selbst ist, erfasst. Der Wunsch dahinter ist der, die Welt zu sehen, wie sie ist, das heißt die Realität in ihrer eigenen Realität zu zeigen. Und die Idee ist, dass das eben nur auf objektive Art und Weise funktionieren kann. Dahinter steht die These, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angerissen, dass die Objektivität und die Realität identisch sind. Also was objektiv ist, ist real und was real ist, das ist auch objektiv. Diese Gleichung Realität gleich Objektivität, real gleich objektiv, kann man in beide Richtungen lesen. Man kann das einerseits so verstehen, dass es heißt, eine objektive Beschreibung zeigt die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist. Also sie zeigt sie so, wie sie ist und nicht, wie sie uns erscheint. Und auf der anderen Seite, also in die andere Richtung gelesen, kann es auch bedeuten, die Realität ist eben dasjenige, was objektiv beschrieben werden kann. Das heißt, alles, was nicht objektiv beschrieben werden kann, das gehört nicht zur Realität und ist deshalb eben ja nicht real. Nagel selbst hat für diese Position, also die Position, die diese Gleichung vertritt, real gleich objektiv, kein eigenes Label eingeführt in seinem Text. Wir können das der Einfachheit halber hier in dem Zusammenhang als Objektivismus bezeichnen. So, und die Frage, die wir uns heute zum Abschluss dieses Textes stellen wollen, ist: Ist dieser Objektivismus, wie wir ihn gerade skizziert haben, eine haltbare Position? Das große Problem, das dieser Objektivismus hat, das kennen wir ja mittlerweile nur zu Genüge aus diesem Aufsatz und auch aus dem Fledermaus-Aufsatz vorher. Also das große Problem, das der Objektivismus hat, ist: Was ist denn mit den subjektiven Tatsachen? Was ist mit subjektiven Tatsachen, die in dieser objektiven Sicht der Dinge nicht untergebracht werden können? Wir haben in der Vergangenheit so das ein oder andere Beispiel schon kennengelernt dafür, was eine solche subjektive Tatsache sein kann, die sich nicht auflösen lässt im Objektiven. Ich erwähne es hier jetzt nochmal ganz kurz, auch wenn Sie das eigentlich alles schon kennen, weil das eben so der Kernpunkt in dem ganzen Aufsatz ist, dass es diese irreduzible Subjektivität in der Wirklichkeit gibt. Also nehmen wir nochmal eins der zahlreichen Beispiele, die wir schon behandelt haben die letzten Male, die Sache mit der personalen Identität. Aus subjektiver Perspektive ist uns vollkommen klar, dass es personale Identität gibt, also dass ich im Lauf der Zeit dieselbe Person bleibe. Ich bin heute noch dieselbe Person wie im letzten Jahr und ich gehe davon aus, dass ich auch im nächsten Jahr noch dieselbe Person sein werde, wie ich jetzt bin, sofern ich dann noch am Leben bin. Ich weiß also genau, was es bedeutet, dass ich in der Vergangenheit existiert habe und ich weiß, was es bedeuten wird, dass ich morgen noch existieren werde. Oder ich kann mir zumindest vorstellen, was es heißen würde, wenn ich morgen nicht mehr da wäre. Aber keine objektive Tatsache kann das garantieren, dass diese Identität weiter besteht. Meine Identität kann ich nicht auf objektive Tatsachen wie die Kontinuität meines Körpers, also dass der Körper noch weiter existiert oder dass mein Gehirn weiter existiert oder dass mein psychologischer Gedankenstrom nicht abreißt oder auf irgendeine materielle Seele zurückführen. Alles das sind objektive Fakten, aber keine dieser objektiven Fakten reicht aus, um dieses subjektive Faktum des Ich bin dieselbe Person zu erklären. Denn die Abwesenheit dieser objektiven Fakten ist logisch gesehen vereinbar mit der Fortsetzung meiner personalen Identität. Beim Konsequenzialismus haben wir vor ein paar Sitzungen gesehen, da ist es grundsätzlich nicht anders. Subjektiv scheint es so, als hätten wir bestimmte Rechte oder bestimmte Pflichten, die nichts mit den objektiven Folgen unserer Handlungen zu tun haben. Ebenso läuft die ganze Sache, wenn es um die Willensfreiheit geht, wenn es um das Labile-Problem geht und so weiter und so fort. Sie kennen das. Nagel fasst diesen Punkt zusammen, indem er sagt: In jedem der Fälle scheint es, dass irgendetwas aufgegeben werden muss, weil zwei natürliche und notwendige Denkweisen miteinander kollidieren und ohne Änderungen nicht in einem einzigen Bild der Welt vereinigt werden können. Aber was ist, wenn wir trotzdem am Objektivismus festhalten wollen?
Was ist, wenn wir trotz der Unvereinbarkeit dieser beiden Klassen von Fakten, subjektiv und objektiv, der Meinung sind, es müsse eine objektive Sicht der Realität geben, die die einzig richtige ist? Was dann? Nun, Nagel sagt uns, es gibt insgesamt drei Möglichkeiten. Das sind die Reduktion, die Elimination und die Annexion. Gucken wir uns die jetzt mal der Reihe nach an, wie das jeweils aussehen würde, wenn man eine dieser Strategien versucht zu fahren. Also, Strategie Nummer 1, die Reduktion. Das ist die beliebteste Strategie von diesen dreien und es ist auch die, die in der Philosophiegeschichte am häufigsten anzutreffen ist. Wir haben das im Rahmen des Fledermausaufsatzes auch schon gründlich besprochen. Das ist einfach die Idee zu sagen, die subjektiven Phänomene werden reduziert, das heißt zurückgeführt auf objektive Phänomene. Anders ausgedrückt, in Wirklichkeit gibt es keine subjektiven Phänomene für sich, sondern in Wirklichkeit sind diese subjektiven Phänomene einfach objektive Phänomene. Am Leib-Seele-Problem lässt sich es am einfachsten demonstrieren. Man sagt dann einfach, mentale Zustände sind in Wahrheit Hirnzustände oder sind die funktionalen Rollen, die Hirnzustände spielen, oder je nachdem, was für eine Theorie Sie jetzt da gerade haben. Da kennen wir es am besten, aber es geht natürlich auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel könnten Sie im Rahmen Ihrer ethischen Theorie oder im Rahmen einer konsequenzialistischen Ethik ebenfalls eine solche reduktionistische Theorie vertreten. Also was ist denn dann beispielsweise mit so einem scheinbar unverletzlichen Wert wie der Würde des Einzelnen? Ist das nicht ein Faktum, das sich in der subjektiven Perspektive als absolut darstellt, was aber objektiv gesehen in der Betrachtung der Konsequenzen nicht wiedergefunden werden kann? Naja, eine reduktionistische Theorie könnte dann ganz einfach sagen, in Wirklichkeit ist diese scheinbare Autonomie oder scheinbare Würde des Einzelnen nichts anderes als eine Art von Schutz der eigenen Interessen. Also man könnte argumentieren, in einer Gesellschaft, in der jeder Mensch diese unverletzliche Würde besitzt, da werden die Interessen des Einzelnen insgesamt besser gewahrt als in einem radikalen Kampf jeder gegen jeden. Das heißt, das scheinbar subjektive Faktum der Würde wird zurückgeführt auf objektive Konsequenzen, das heißt bestimmte Überlebensvorteile oder Vorteile im Zusammenleben werden sichergestellt durch diese Annahme. Im Prinzip nichts anderes als beim Leib-Seele-Problem die Reduktion von Bewusstseinszuständen auf Hirnzustände. Oder nehmen Sie als anderes Beispiel den Sinn des Lebens. Was wir subjektiv als sinnvoll im Leben erachten, könnte dann einfach ein objektiv durch die Evolution bestimmtes Ziel sein. Also wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, ja, Freundschaft ist der Sinn des Lebens, der ist ein besonders wichtiger Wert, nach dem wir im Leben streben sollten, dann könnte man einfach dagegen halten, auch wenn das subjektiv als Sinn des Lebens erscheinen mag. In Wirklichkeit lässt sich das reduzieren auf ein objektives Ziel, nämlich ja, dass die Evolution uns im Lauf unserer Entwicklung als menschliche Wesen auf das Leben in der Gemeinschaft hin ausgerichtet hat, weil das Leben in der Gemeinschaft eben Überlebensvorteile und damit Reproduktionsvorteile für unsere Spezies mit sich gebracht hat. Deswegen erscheint es nur so, als wäre das aus der subjektiven Perspektive der Sinn des Lebens oder so etwas. In Wirklichkeit ist es aber einfach nur ein durch die objektive Biologie festgelegtes Ziel. Und jetzt können Sie ruhig mal überlegen, ob Sie nicht vielleicht auch in anderen Problemfeldern solche reduktionistischen Strategien kennen. Oder wie in diesen anderen Problemfeldern, die wir im Rahmen des Aufsatzes besprochen haben, eine solche reduktionistische Strategie aussehen könnte. Nun, was ist das Problem mit diesen reduktionistischen Strategien? Ganz simpel, das haben wir jetzt auch schon des Öfteren gehört, sie sind unvollständig. Das, worauf es eigentlich ankommt, das fehlt ihnen. Denken Sie an den Fledermausaufsatz zurück, da ging es genau um diesen Punkt. Jede reduktionistische Strategie, die versucht, das Bewusstsein durch Reduktion auf objektive Fakten zu erklären, vermisst irgendetwas. Es fehlt der subjektive Charakter. Und das ist bei allen anderen reduktionistischen Strategien nicht anders. Sie lassen etwas ganz Entscheidendes aus. Also sind sie nicht zufriedenstellend. Dann versuchen wir es doch vielleicht mal mit Strategie Nummer 2, der Elimination. Elimination, das ist der Weg, den man wählt, wenn die Reduktion nicht mehr funktionieren möchte. Das heißt, wir versuchen nicht mehr das subjektive Phänomen auf irgendwas Objektives zurückzuführen, sondern wir leugnen es schlichtweg. Wir sagen, das gibt es eigentlich gar nicht. In Wirklichkeit gibt es diese Phänomene nicht. Sie sind bloß, ja, Illusionen oder so etwas.
Wir haben schon über den Eliminativismus in der Philosophie des Geistes gesprochen. Der behauptet, Bewusstseinszustände oder mentale Zustände gibt es in Wirklichkeit nicht. Und ganz ähnliche Theorien können Sie dann auch wieder in den anderen Bereichen finden. Also zum Beispiel in der Behandlung der Willensfreiheit gibt es natürlich auch die Position, die sagt, es gibt keinen freien Willen. Es gibt nur dieses Gefühl einer scheinbaren Willensfreiheit. Das wäre so eine Position, die ein harter Determinismus beispielsweise vertritt. Oder angewandt auf die Frage nach der personalen Identität würde man dann sagen, es gibt in Wirklichkeit keine Identität der Person. Es gibt gar nicht etwas, das irgendwie durch die Zeit hindurch dauerhaft beständig bleibt. So etwas finden Sie im Buddhismus, so etwas finden Sie auch bei Derek Parfit. Fragen Sie sich, ja, und wie würde das jetzt in der Ethik aussehen? Also nehmen Sie das als Gelegenheit, einfach mal diese Übungsfrage durchzuspielen. Könnte es auch im Rahmen der Ethik eine eliminativistische Theorie des Guten oder von Werten geben? Und wie würde die aussehen? Was würde die wohl behaupten? Das Problem mit der Elimination, ja, auch das liegt eigentlich auf der Hand. Es ist nicht plausibel. In den allermeisten Fällen gibt es einfach keinen nachvollziehbaren Grund, außer dass eben ja, das Reduktionsproblem gelöst ist. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum man diese Elimination überhaupt vollziehen sollte. Also warum sollte ich denn behaupten, dass es irgendetwas nicht gibt, dessen Realität ich ständig am eigenen Leib selbst erfahre? Wie kann ich dazu kommen zu behaupten, es gibt gar keine mentalen Zustände, wenn ich doch selbst tagtäglich jeden Moment meines wachen Daseins mentale Zustände erlebe? Wie kann ich behaupten, es gäbe keine personale Identität, wenn ich doch ganz klar empfinde, dass ich die gleiche Person bin wie gestern? Bleibt als drittes nur noch die Strategie der Annexion. Was ist das jetzt? Naja, wenn die Elimination zu hart erscheint, weil man eben die Realität des Subjektiven vielleicht dann doch nicht aufgeben möchte, aber die Reduktion immer noch nicht funktionieren möchte, dann bleibt nichts anderes übrig als Annexion und das bedeutet für Nagel, man führt ein neues Element in die Realität ein. Also etwas, das spezifisch dafür designt ist, um dieses Problem zu lösen, das wir vor uns haben, also die Vereinbarung von Objektivität und Subjektivität. Nehmen wir auch hier nochmal die personale Identität als Beispiel. Da ist das eine Strategie, die sehr populär ist. Man sagt, personale Identität wird sichergestellt durch unsere immaterielle Seele. Die Seele ist dann ein weiterer, ein neuer oder zusätzlicher Bestandteil der objektiven Realität. Nur sie ist halt eben kein Bestandteil der physikalischen Realität, weil sie eben immateriell ist. Und zugleich soll sie der Träger des Subjektiven sein. Diese immaterielle Seele ist dann so eine Art Deus ex machina, also ein Ding, das genau das tut, was wir brauchen, um unser Problem zu lösen, also um zu erklären, woher die Identität kommt. Aber ansonsten ist es vollkommen unklar, was das soll, woher das kommt, was das ist. Solche metaphysischen Erfindungen, wie das der Nagel ausdrückt, die gibt es dann natürlich auch wieder in anderen Bereichen. Nehmen wir wieder mal die Ethik als Beispiel. Also was ist denn mit den subjektiv erscheinenden absoluten Rechten und Pflichten? Naja, die sind göttliche Gebote. Also man führt eine neue Instanz ein, den lieben Gott, der erlässt irgendwelche Gebote und gerade weil es Gebote Gottes sind, besitzen sie eine Absolutheit, die von den Folgen der Befolgung der Gebote vollkommen unabhängig ist. Oder wir fragen uns, Stichwort Willensfreiheit, wie können wir in Wirklichkeit wahrhaft frei sein? Naja, es gibt halt eben einen metaphysischen Willen und dieser Wille unterliegt nicht den Gesetzen der physikalischen Kausalität. Genau die gleiche Strategie. Wir erfinden eine neue metaphysische Entität, die spezifisch dafür da ist, das Problem zu lösen. Könnten Sie sich ähnliche Theorien auch für den Sinn des Lebens oder für das Leib-Seele-Problem vorstellen? Versuchen Sie mal, eine annexionistische Theorie zu entwickeln, die auf dieses Problem antwortet. Nun, was ist hier die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass die Erfindung neuer metaphysischer Entitäten kein Problem löst. Wir wissen ja immer noch nicht, wie das eigentlich gehen soll. Wie macht die Seele das denn, dass sie garantiert, dass ich immer noch dieselbe Person bin wie gestern? Also wie kann irgendeine immaterielle Entität, bloß weil sie immateriell ist, dafür sorgen, dass mein Ich kontinuierlich durch die Zeit weiter existiert? Die Theorie sagt dann, naja, die Seele macht das, die stellt die Identität her, weil die Seele eben die Art von Ding ist, die sowas kann, die so etwas, also die Identität herstellen, macht. Aber das beantwortet nicht meine Frage. Ich will nicht wissen, dass die Seele das macht. Ich will wissen, wie die Seele das macht. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie sich fragen, wie fährt eigentlich ein Auto und kriegen dann zur Antwort durch den Motor.
Ja, der Motor ist die Art von Ding, die ein Auto antreibt. Aber wenn ich nicht weiß, wie er das Auto antreibt, also wie der Motor das macht, dass er das Auto antreibt, dann hilft es mir nicht wirklich, was jetzt gelernt zu haben, dass dieses Ding, das das macht, wonach ich gefragt habe, Motor genannt wird. Wenn das alles jetzt nicht funktioniert, keine Reduktion, keine Elimination, keine Annexion, ja, was bleibt denn dann noch? Was machen wir dann? Nagels Ausweg sieht folgendermaßen aus. Er schreibt, die einzige Alternative zu diesen unbefriedigten Lösungsversuchen besteht darin, dem Heißhunger nach Objektivität zu widerstehen und die Annahme aufzugeben, dass wir einen Fortschritt in unserem Verständnis der Welt und des Standpunktes, den wir in ihr einnehmen, einfach dadurch erreichen können, dass wir uns von diesem Standpunkt distanzieren und alles, was uns von ihm aus erscheint, in ein umfassendes Bild integrieren. Also, die Lösung lautet, wir müssen den Absolutheitsanspruch der Objektivität aufgeben. Das heißt, der Objektivismus ist falsch. Die objektivistische These, die behauptet, real gleich objektiv und objektiv gleich real, ist nicht korrekt. Das Wirkliche ist eben nicht gleich das Objektive. Das darf man jetzt allerdings nicht, und das betont Nagel dann auch nochmal gegen Ende des Textes, das darf man jetzt nicht mit einem Plädoyer für einen metaphysischen Idealismus verwechseln. Idealismus, das wäre ja die entgegengesetzte Position, die sagt, dass nur das Subjektive real ist, also dass die Welt in Wirklichkeit geistig verfasst ist oder so etwas. Klassisch ist das eine Theorie, die zum Beispiel George Berkeley vertreten hat, in einer sehr direkten und plastischen Form, wenn er im Prinzip lehrt, wir alle sind die Gedanken Gottes. In einer etwas subtileren Form finden Sie es aber auch in der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Edmund Husserl, wobei die Differenzen zwischen Berkeley und Husserl dann im Detail doch ziemlich groß sind, aber das sparen wir uns für ein anderes Seminar auf. Der Idealismus, sagt der Nagel dann, der ist eigentlich nur die Kehrseite des Objektivismus. Der Idealismus sagt, die Realität ist das Subjektive. Also er ersetzt die Gleichung objektiv gleich real durch die Gleichung subjektiv gleich real. Die Realität des Subjektiven anzuerkennen, so wie Nagel das verlangt, das bedeutet aber eben nicht, dass nur das Subjektive real ist. Das wäre ja der gleiche Fehler, den der Objektivismus begangen hat, nur eben andersrum. Nagel sagt das so, die objektive Realität kann ebenso wenig wie die subjektive Realität einfach hinweg analysiert oder schlichtweg geleugnet werden. Nagel lehnt also beides ab. Sowohl den Idealismus als auch den Objektivismus. Warum? Weil beide auf einer falschen Grundannahme beruhen. Die Grundannahme ist die, dass die Wirklichkeit nicht sowohl irreduzibel objektive Fakten als auch irreduzibel subjektive Fakten enthalten kann. Also entweder das eine oder das andere. Nur was das eine und was das andere ist, darin unterscheiden sich Objektivismus und Idealismus. Aber beide sind der Meinung, die Realität kann nur eins von beidem sein. Entweder ist sie objektiv oder subjektiv, aber eben nicht beides. Nagel schreibt, eine Welt kann nicht sowohl irreduzible Standpunkte als auch eine irreduzible objektive Realität enthalten. Eines von beiden muss das sein, was wirklich existiert, und das andere muss sich irgendwie darauf zurückführen lassen. In Klammern, das ist jetzt also die Grundannahme, die Objektivismus und Idealismus gemeinsam haben. Das ist ein kaum abzuweisender Gedanke. Ihn zu bestreiten hieße, in einem gewissen Sinne zu bestreiten, dass es eine einzige Welt gibt. Was also hier auf dem Spiel steht, ist nichts weniger als die Einheit der Wirklichkeit. Wenn Nagel recht hat mit dieser These, die er in diesem Aufsatz verkündet hat, dann gibt es das nicht. Dann gibt es nicht die eine einheitliche Wirklichkeit. Dann ist die Welt fundamental zwiegespalten. Sie ist zwiegespalten in einen subjektiven und in einen objektiven Teil. Und der einzige Weg, die Wirklichkeit dann wirklich zu verstehen, in ihrem Wesen, wie sie ist, wäre es, beide Teile zu ihrem Recht kommen zu lassen und als real anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die Welt sowohl objektiv als auch subjektiv ist und dass weder das eine noch das andere Dominanz über das andere beanspruchen kann.